Was heute an den Märkten passiert ist, oder eher gesagt, was nicht passiert ist, war eigentlich absehbar, denn die Märkte warten auf drei große Ereignisse, die jetzt anstehen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum ersten Marktgeflüster nach der kleinen Pause. Das erste große Ereignis, die Gespräche zwischen China und den USA in Shanghai, die heute Nacht beginnen. Im Vorfeld gibt es schon ein paar, naja, sagen wir mal, Divergenzen zwischen den beiden. China hat bekannt gemacht, dass man die Straße von Taiwan sperren wird, weil man da Militärübungen macht. Das passt den Amerikanern gar nicht, die kurz zuvor ja mit einem Kriegsschiff eben durch diese Straße gefahren waren, damit die Chinesen provoziert haben. Das sind alles so Dinge, die man mitdenken muss, wenn jetzt die Gespräche beginnen. Dann, und das ist wahrscheinlich im kurzen Zeitfenster wichtiger, weil aus diesen Handelsgesprächen wahrscheinlich keine große Lösung erstmal kommen wird. Man kann froh sein, wenn die Gespräche schlichtweg weitergehen. Aber das Zweite, worauf die Märkte warten, das sind natürlich die Apple-Zahlen, die morgen nachbörslich kommen. Nicht nur, weil Apple eben eines der marktschwersten Unternehmen ist, die es auf der Welt gibt, sondern weil eben eine ganze Zulieferindustrie dranhängt. Weil man wissen will, wie die Smartphone-Verkäufe laufen werden, auch wenn die Apple ja nicht mehr bekannt gibt, um eben die Schwäche zu kaschieren bei seinen iPhones. Aber sei es drum, jedenfalls, das ist natürlich sehr wichtig. Morgen dann auch AMD, Mastercard etc., Tech-Firmen, die also auch wichtig sind. Aber am Mittwoch dann natürlich die Fed, das wird das große Ereignis. Dass man 0,25% senkt, scheint sehr, sehr wahrscheinlich. Inzwischen haben die Fed Fund Futures sich ein bisschen verabschiedet von diesem großen Schritt, von dem 0,5er Schritt. Die Wahrscheinlichkeit liegt nur noch bei 17%, den die Fed Fund Futures einpreisen. Aber im Vorfeld machte Donald Trump nochmal richtig Druck und sagt, Mensch, das ist viel zu spät, viel zu wenig, was da kommen wird. Wollen wir uns mal die Aussagen von Trump anschauen. Der sagt hier, die Fed hat viel zu früh die Zinsen angehoben und viel zu viel vor allem. Und vor allem das Quantitative Tightening, also die Bilanzreduzierung, das war ein großer Fehler. Obwohl es unserem Land nach wie vor gut geht, ist damit viel an Wohlstand nicht zustande gekommen. Und wir sind im Wettbewerb mit anderen Ländern, die genau wissen, wie sie gegen die USA spielen müssen, vor allem die EU, die nur gegründet wurde, um eben gegen die USA zu spielen oder sich gegen einen Vorteil zu verschaffen gegenüber den USA. Interessante Theorie, Gründung der EU nur, um gegen die USA besser bestehen zu können. Ein typischer Trump und vor allem auch China, die sozusagen dann die USA ausgenutzt haben. The Fed has made all of the wrong moves. Die Fed hat so ziemlich alles falsch gemacht. Und a small rate cut is not enough. Das ist also viel zu wenig, ein kleiner Zinsschritt, nämlich der um 0,25%. Da setzt also Trump an und sagt, Leute, ihr müsst viel, viel mehr tun. Aber warum sollte die Fed mehr tun? Angesichts der Daten ist das ja eher eine Art Versicherungszinssenkungsschritt, der nicht wirklich jetzt ökonomisch zwingend gerechtfertigt wäre, zumal die Finanzierungsbedingungen so lax sind wie eigentlich noch nie. Das heißt, es ist so einfach, sich Geld zu borgen. Es ist also kein Liquiditätsproblem, das hier der Fall ist, sondern es ist eben das Problem, dass die Märkte unbedingt diese Zinssenkung wollen und die Fed kann gar nicht mehr anders, als eben diese Zinssenkung zu bringen. Sonst würde hier eine richtige Marktkonfusion herrschen. Schauen wir uns mal das an, was Trump noch vor 2 Jahren gesagt hat. Da hat er nämlich 2016 gesagt, noch im Wahlkampf, nachdem die Fed das erste Mal 2015 die Zinsen angehoben hatte. Nach einer einzigen Zinsanhebung hat Trump gesagt, ja, die Fed hat viel zu lange die Zinsen niedrig gehalten und hat damit eine Big Fat Bubble an den Märkten geschaffen. Also damals war irgendwie alles anders. Da hätte die Fed schneller die Zinsen anheben müssen, als Barack Obama noch an der Macht war. Wenn er in der Macht ist, hat die Fed viel zu spät die Zinsen gesenkt. Es ist halt so, wie es ihm gerade passt, in welcher Situation er ist. Mit den Fakten nimmt man es nicht so genau. Schauen wir uns mal hier diesen Tweet an von Sven Henrik, der vielleicht derzeit die Situation an den US-Aktienmärkten so ein bisschen auf den Punkt bringt. Wir haben jetzt etwa 50% an Marktkapitalisierung gesehen von S&P 500 Unternehmen, die gemeldet haben. Dabei natürlich die Schwergewichte Google, Amazon, Microsoft, die natürlich sehr, sehr viel auf die Waage bringen. Mithin haben 72% die zuvor heftig gesenkten Gewinnerwartungen übertroffen. Aber wir haben jetzt das geringste
Earnings per Share Wachstum, also Gewinn pro Aktie Wachstum seit 5 Jahren. Hier sieht man das vielleicht ein bisschen in der Grafik. Und warum haben wir überhaupt noch Earnings per Share Wachstum? Weil eben wir die Buybacks haben. Sven Henrik bringt das hier schön auf den Punkt. Wenn du 1 Dollar durch eine Aktie teilen musst, dann liegt die Earnings per Share bei 1, ganz klar. Hast du allerdings, musst du nur 1 Dollar durch 0,9 Aktien teilen, weil ja diese Buybacks, diese Aktienrückkäufe faktisch Aktien vom Markt nehmen, damit das Angebot verknappen, dann hast du schon ein Earnings per Share von 1,11. Damit hast du ein Wachstum von 11%, was die Gewinne pro Aktie betrifft, und alle schreien Hurra und sagen, wo ist jetzt bitte mein Bonus? Vielleicht könnte man es auch so zusammenfassen, wie Sven Henrik es im nächsten Tweet dann getan hat, als er sagte, Bailouts for the poor, also Rettung der Armen, das ist der Sozialismus, und Rettung der Reichen, das ist Kapitalismus, oder sagen wir besser, das ist der sogenannte Notenbanksozialismus, mit dem wir es zu tun haben. Wir haben heute übrigens interessanterweise Zahlen von Beyond Meat, diese Firma, dieses Unternehmen, das Hamburger vor allem herstellte ohne Fleisch. Interessante Geschichte, die Aktie seit dem 2. Mai, als man mit 25 Dollar an den Markt kam als IPO, über 800% gestiegen. Heute ging es teilweise 13% runter vor den Zahlen. Die Firma ist mit dem gut 100-fachen des Jahresumsatzes bewertet. Warum auch nicht? Viele sind short in dieser Aktie und werden gesqueezed. Aber wenn wir uns mal anschauen, die IPOs, also die Börsengänge in 2019 an der Wall Street, was da an Gewinnen oder Verlusten entsteht, dann sehen wir, es gibt nur 2 Firmen, die bisher Gewinne gemacht haben. Das ist Peloton und Airbnb. Alle anderen, wie WeWork zum Beispiel, sind massiv dabei, Geld zu verlieren. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch das ist eine Folge der Bubble, die durch die Notenbanken stimuliert ist. Und diese Bubble, die ist teuer erkauft. Hier sehen wir das Wirtschaftswachstum in Blau. Das ist sehr anämisch, da passiert nicht so richtig viel. Und das ist die Verschuldung, die geht nach oben. Und Trump wird all das noch verschlimmern. Wir werden jetzt alleine in der kommenden Woche haben wir Anleiheemissionen im Volumen von 82 Milliarden Dollar, die die USA emittieren werden. Es wird also immer weitergehen mit der Verschuldung. Und deswegen hat man auch ganz entspannt mal die Schuldenobergrenze rasiert. Warum auch nicht? Das kann man natürlich mal machen. Schauen wir uns die Charts an. Schauen wir uns an, wie die Situation ist. Was wir hier sehen, ist der DAX, der sich nach wie vor nicht wirklich erholt hat von dem Schlag von Mario Draghi, der zu wenig konkret war, der die hohen Erwartungen nicht erfüllt hat. Aktuell 12.414 Punkte, noch kein wirklicher Druck nach unten, hups, das wollte ich gar nicht, aber eben auch kein Aufwärtsmomentum mehr. Wir sehen hier den S&P bei 3.019 Punkten, haben hier so einen kleinen Move nach unten gehabt, der dann nach oben gekauft wurde, jetzt wieder ein rotes Kerzchen. Wir sehen die Tech-Werte teilweise schwach, obwohl Apple heute knapp 1% zulegen kann. Bups, Chart neu laden, machen wir doch glatt, da ist er. Hier der Nasdaq bei 7.966, etwas besser aufgestellt heute. Der Dow Jones, der ja nach den Zahlen von Caterpillar und Boeing doch eher unter Druck gekommen war, stärker unter Druck gekommen war, aktuell 27.258. Der Eurone, der hält sich bei 1.1141, kann wieder ein bisschen zulegen, nicht wirklich viel. Ähnliches gilt für Gold bei 1400 knapp 21. Das amerikanische Crude Oil handelt auch seitwärts im Vorfeld der FED-Entscheidung. Und vor allem, was heute interessant ist, das britische Pfund, das wahnsinnig unter Druck kommt, aktuell 1,2226, so tief wie, glaube ich, seit 2017 nicht mehr oder sogar seit dem Brexit-Votum, müsste man mal gucken. Es geht massiv nach unten. Warum? Weil mit Boris Johnson eben jetzt ein Ministerpräsident an der Macht ist, der wirklich den Brexit will, komme was wolle. Bei Theresa May war es ja so, sie hat gesagt, ich mache den Brexit, komme was wolle. Aber wollen hat sie ihn eigentlich nicht mögen, wie Karl Valentin vielleicht sagen würde. Jedenfalls ist jetzt die Wahrscheinlichkeit eben deutlich gestiegen, dass wir einen harten Brexit sehen ohne einen Deal. Und da trennt man sich gerne vom Pfund. Wir müssen einfach jetzt abwarten, was morgen die Apple-Zahlen bringen, was die Gespräche USA-China bringen und vor allem, was die Fed dann am Mittwoch zu sagen hat, vor allem über ihr weiteres Vorgehen, wie sie die wirtschaftliche Lage einschätzt. Je negativer sie da ist, umso mehr würde sie damit suggerieren, dass weitere Zinssenkungen kommen. All das steht in den Sternen. Erstmal, die Märkte sind nach wie vor extrem überkauft. Und manchmal dauert es länger, als man denkt, bis sich diese Überkauftheit abbaut. Aber eigentlich passiert es dann doch früher oder später immer. Also, Ihnen einen wunderschönen Feierabend. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, am Freitag bin ich hier in Hamburg um 11.30 Uhr
zu sehen. Wenn Sie wollen, werde ich einen Vortrag halten. Dann können wir uns in der Mittagspause, wenn Sie dabei wären, einfach mal ganz entspannt unterhalten. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht sind Sie dabei am Freitag bei Finanzmarktwelt. Nähere Informationen. Und jetzt sage ich Servus.